Einen wunderschönen guten Morgen, Athen. Wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal auf dem Weg zur Akropolis. Was sagst du so zur Athen Metro? Soll sehr gut ausgebaut sein. Voll sauber. Sehr sauber, ja. 24-Stunden-Ticket, was haben wir jetzt bezahlt? 4 Euro, ne? Ja. 4,20 Euro. Okay, let's go! Ticket. 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 Ja. Stehen die alle an für ein Ticket? Wow. So, wir sind drin, hi. Akropolis. Schön. Da ganz oben. Was ist denn das hier? Das ist das Theater von Dionysos. Dionysos. Ich sprich das bestimmt so falsch aus. Dionysos. Dionysos? Oder Leonidas? Ja, wunderschön ausblickt, aber auch wieder sauvoll hier. Ja, sauvoll. Es geht aber noch. Hä? Aber wenn man jetzt Rom gesehen hat, geht das. Das sind immer diese Hotspots hier, ne? Ja. Es ist 11 Uhr, ist jetzt Rush Hour wahrscheinlich. Ja. Aber der Blick ist schön. Der Blick ist schön. Was war das da, das kleine? Das ist irgendein Tempel. Tempel und das hieß? Vergessen. Vergessen, okay. Lassen wir so stehen. Ja. Passt. Wir sind solche Experten. Der? Areopagus. Areopagus. Ja. Oder auch Asparagus. Asparagus. Berg. Von wo ihr, glaube ich, auch einen ganz schönen Ausblick habt. Warum muss man das machen? Nimmst du lieber noch mit und packst du anders rein, bis leer ist. Auch ein schöner Ausblick über ganz Athen, ne? Da ist der Hafen. Auf den Berg gehen wir nachher noch. Von da soll man auch einen schönen Ausblick haben. Einmal hier die Akropolis. Kauft euch auf jeden Fall vorher Tickets. Wenn ihr auch könnt, kommt schon morgens früh, wenn ihr nicht so in diesen Trubel geraten wollt. Aber so um den Dreh, 20, 25 Euro, ja, könnt ihr einrechnen. Anaphiotika-Viertel, sorry für die Aussprache, aber funktioniert halt nicht immer so ganz. Ja, auf jeden Fall, ja, richtig fancy, richtig süße Häuser, nice kleine süße Gassen, Restaurants. Also, eigentlich auch ganz cool. 5 Minuten von der Akropolis ungefähr entfernt, kann man auf jeden Fall mal machen. Was haben wir denn hier heute? Hellas. Du als Bierfluencer? Ja. Fix Hellas. Zeig mal. Riecht gut. Das ist dein Cheese Pie. Mhm. Und ich habe hier Feta im Blätterteig mit, ja, Honig drauf. Schmeckt bestimmt wie so ein Börek. Nicht ganz. Das ist echt geil. Schmeckt süß. Mhm. Ja, durch den Feta-Käse halt sehr herzhaft. Mhm. Aber auch süß durch den Honig. Blätterteig macht das Geile. Macht das Ganze schon echt sehr, sehr lecker. Ist immer so, ich bestelle was zu essen, aber dann finde ich das andere viel besser. Aber ist auch lecker. Ja, ist es auch. Jetzt gibt es erstmal einen Cake-Pop. Das ist ja auch ein Nachtisch. Nachtisch? Das war doch eben schon ein Nachtisch. Und? Da ist Eis drin. Da ist Eis drin? Würdest du den nicht normal holen? Dann würde ich, glaube ich, eine andere Sorte nehmen. Ich dachte, das wäre. Ja, nimm doch Vanille. Ja, ich dachte, das wäre Kuchen. Ja.
habe noch nie einen gegessen. Du hast noch nie einen gegessen? Mhm. Wonach schmeckt denn das? Nach Sesam. Willst du noch mal probieren? Ja. Ja, ich glaube, wenn die morgens frisch sind, dann schmecken die besser. Aber die sind eigentlich ganz nice. Das ist der Monastiraki-Platz. Ja. Was das ist? Ist wahrscheinlich einfach so einer der Hauptplätze hier, ne? Hier hast du noch so Stände, da hast du einen guten Blick. Ja. Das Essen. Blick da oben auf die Akropolis. Da möchten wir hin. Ja. Was ist denn das? MS Roof Garden. Ich glaube, das ist so richtig nice. Blick. Ja, von da nach da. Schon ganz cool. Den nehmen wir. Ja, das ist der Beste. Das ist der Beste? In Athen ist ein bisschen ja, versteckt in der Seite, aber findet man auf jeden Fall. Und mal gucken, wie der Blick von oben ist. Hier riecht schon nach Bier. Nee, du fährst eine Kalkleiste. Ich echt eine Kalkleiste? Scheiße, Mann. Ich dachte, ich sehe aus wie Schokolade. Weiße Schokolade. Der Ausblick. Da drüben ist auch eine Rooftop-Bar. Viele hier, glaube ich. Ist das etwa ein Margarita? Ja, was sehr stark. Auf einem Punkt. Oh, hier gibt es Bier. Wow, was für eine Überraschung. Ja, ich bin ja nicht so der Cocktail-Typ, ey. Ja, ein schönes, geiles Bier. Also, du machst jetzt Rooftop-Hopping, oder? Ja. 360. Das kenne ich auch irgendwoher. Das gibt's auch bei uns, ne? Kuparberg. Das schmeckt gut. Schönes griechisches. Schöner Ausblick. Voll viel, ey. Ja. Enjoy. Oh, super. Hast ja wieder die Taschen voll gemacht. Akropolis oder einmal drumherum. Könnt ihr überall hier sitzen. Hier ist ein bisschen was los. Hier steigt die Party. Schönen Blick auf die Akropolis, die auch gleich komplett beleuchtet ist. Also das wird cool. Was ist das? Ist das ein Geisterhaus? Wir lassen jetzt nochmal schön den Abend ausklingen. Mit bestem Blick auf die Akropolis. See you tomorrow. Morgen. Kalimera Athen. Ist es richtig, Kalimera? Ja. Ja. Das heißt guten Morgen. Und Kalimeras heißt. Kalimeras? Nee. Nein, Kalispera. Kalispera. Wir sind jetzt auf dem Weg zu. Einem Berg. Aussichtspunkt, weiß ich nicht. Ich weiß den Namen nicht. Die Namen sind hier so kompliziert. Und zwar ist das der Philopappos Hill. Von da soll man einen guten Ausblick haben. Auf die Akropolis. Und der Sugar Sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that kind of motion. Just my kind of heat, keep it on repeat. Testify the potion, love it, this the potion. Schöner Ausblick hier, ne? Ja, einmal ganz runter. Aber auch richtig kranke Stadt. Aber es ist ein guter Spot für Sonnenauf- und Untergang.
Ist auch kein Marsch. 5 Minuten, dann seid ihr hier oben. Ich habe jetzt Hunger. Lass uns Frühstück gehen. Du möchtest jetzt nochmal in dieses Café gehen? Du hast wieder den Pinken genommen. Ich hätte den nochmal einen Cappuccino. Wir haben ein paar Pancakes, ein paar Früchtendorf, wir haben eine Smoothie Bowl. Ne, das ist die Matcha Bowl, ne? Das ist die Matcha Bowl. Das ist die Matcha Bowl und das ist die Smoothie Bowl. Eieieiei. Fresh. Na, das läuft ja gut. Das sollte so richtig ästhetisch werden, ne? Egal. Ist gut? Mhm. Richtig krass. Erstmal ausgecheckt, haben unsere Koffer da gelassen und jetzt gehen wir zum National Garden und dann gehen wir noch ins Olympiastadion, ja. Richtig? Also das alte. Das alte Olympiastadion. Meinst du, man kann da mal eine naschen von? Oder ist das Mandarinen, ne? Oder sind das Orangen? Ne, sind Mandarinen. Ja, das sind Mandarinen. Und das ist sehr klein. Wir sind da, Olympia. 10 Euro kostet jetzt der Eintritt. Also eigentlich, man kann es ja auch von außen sehen. Aber. Willst du nicht rein? Doch, ich würde da gerne mal rennen. Und du? Ich würde da auch gerne mal rennen. Aber ich würde auch gerne mal einen Speer werfen. So, dann will ich so. Thank you. Bist du bereit für den Sprint? Du willst jetzt sprinten? And the winner is... Jetzt kommt die Nationalhymne. Ja. Dein Fazit zu dem Olympiastadion? Daumen hoch, Daumen runter. Beide Daumen hoch. Beide Daumen hoch? Sehr gut. Letzte Mal in Athen was essen. Koffer sind gepackt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen und dann geht's nach. Genau. Thessaloniki. Tschüss, Athen. Bye, bye.